Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, dann wollen wir doch mal schauen, wo sich jetzt Garrus und, unser Söldner eigentlich jetzt einquartiert haben. Und vielleicht nochmal ein bisschen mit der Crew reden. Ja komm, reden wir zuerst mal mit Jakob. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Klingt gut. Ich muss sagen, Sie führen ein strenges Regiment. Aber endlich werden Aufgaben tatsächlich mal erledigt. Wenn wir so weitermachen, bringen wir das Ganze vielleicht zu einem glücklichen Ende. Hoffentlich. Falls nicht, will ich die Abschlussbesprechung gar nicht miterleben. Gibt es etwas Spezielles oder schauen Sie nur so vorbei? Ich habe gehört, Sie waren in der Allianz eine große Nummer und dachte, dann hätten wir ja was gemeinsam. Einige meiner Aktionen haben auf der Citadel Aufmerksamkeit erregt. Aber das war, nachdem die Allianz mich freigestellt hatte. Ich habe keinen Mako durch ein Portal gesteuert oder einen Reaper zerstört. Aber das haben Sie ja übernommen. Sie scheinen trotz allem gut in Form zu sein. Naja. Zumindest bildet die Allianz ihre Leute gut aus. Wenn man mal so gelebt hat, sitzt man danach nicht rum und wird fett. Sie wissen ja, wie das läuft. Obwohl ich wette, dass Cerberus sie besser gemacht hat, als sie je waren. Haben Sie Upgrades? Keine Chance. Ich war die ganze Zeit unter Aufsicht. Das passt. Sie wollen immer alles unter Kontrolle haben. Ist das alles, Commander? Die Pflicht ruft. Es gibt noch viel vorzubereiten. Na gut. Waffenspind. Ich möchte mal kurz gucken hier. Wir haben ja einen Bogeninjektor. Der hat ja jetzt nicht so ganz so gut geklappt. Deswegen würde ich erstmal wieder auf den Granatenwerfer zurückwechseln. Wir müssen ja noch den Techniker uns besorgen fürs Techlab. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, da kümmern wir uns jetzt auch nochmal drum. Machen wir erstmal das. Und dann gucken wir erstmal ungelesene Nachrichten her. Nachrichten von Anderson. Hatten wir die nicht sogar schon gelesen? Wir hatten ja zwei oder drei gelesen. Ja, genau. Das können wir als gelesen markieren. Von Cerberus, das hatten wir auch schon. Von John Winston. Hey, Aria hat mir ihre Adresse gegeben. Wir haben uns im Afterlife auf Omega getroffen. Die haben mich davon abgehalten, bei den Söldnern anzuheuern, die Archangel erledigen wollten. Mann, ich war vielleicht sauer auf sie. Und ich habe mich total betrunken und erst ein paar Tage später habe ich in den Nachrichten gesehen, dass Archangel fast alle diese Söldner erledigt hatte. Ich weiß nicht, wer sie sind und wie sie da selber lebend rausgekommen sind. Aber ich möchte mich bedanken. Als ich die Verlustzahlen hörte, kam ich mir richtig dämlich vor. Ich hatte mit Sicherheit dazugehört. Ich werde versuchen, aus meinem Leben das Beste zu machen. John Wilson. Ah, cool. Handel mit Zed Masani vereinbart. Von der Unbekannte. Shepard. Wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Zed Massey getroffen. Wir haben sicher schon von ihm gehört. Zed war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-System beteiligt. Und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie können jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe dafür veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen. Von Projekt Feuergänger Commander. Die MSV Rosaline, ein Forschungsschiff mit Verbindung zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team soll den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Casey
und Dr. Robert O. Louis an Bord der MSV Rosaline mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosaline wurde zuletzt in der Nähe von Planeten Xenoa, Alistair Imar Grenze gesehen. Absturzstelle der Normandy gefunden. Admiral Hackett, Commander Shepard. Unsere Scans in Adama-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein. Aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. Aufklärungskapuze. Ihr Unbekannter, Shepard. Unser Panzerungstechniker hatte die Idee, dass Sie vielleicht nicht überall, wo Sie hingehen, Ihr Gesicht zeigen möchten. Sie haben Ihnen eine Kapuze geschickt, die Cerberus an seinen Undercover-Agenten ausgibt. Sie verfügen über zusätzliche Mikrocomputerfunktionen, die Ihnen gefallen könnten. Die Kapuze befindet sich bereits in Ihrem Quartier. Overlord. Okay. Der Unbekannte, Shepard, soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und Sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist soweit in einzelne Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten Aitil-Python-System im Phönixhaufen-Cluster. Bitte behandeln Sie die Angelegenheit diskret. Bogenprojektor. Der Unbekannte, Shepard. Es gab kürzlich einen Gate-Vorfall bei unseren Außenposten im Sylianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spätrupp, der geht, geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektronisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmal unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Urlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie heißt Bogeninjektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor mit dem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nichts zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch andere Agenten schulen. Treffen mit Kazumi Goto. Der Unbekannte, Shepard, wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebin Kazumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in das Zenarkand-Bezirk auf der Zitadelle. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal,
das sich von den anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um ein Treffen einzuleiten. Okay. Ich hoffe, ich kriege dann alles hin hier. So, Stendrick, Dobbes, Bekannter. Asiens Freedicinal Service Erde. Sehr geehrter Commander Shepard. Danke für die Übersendung Ihrer aktualisierten Patientenakte. Ihr Status wurde von verstorben in am Leben geändert. Nach Abzug bescheidener Verwaltungsgebühren für das Schließen der Akte, der folgenden Statusänderung und der Reaktivierung Ihres Kontos verbleiben Ihnen Credits in Haben. Danke, dass Sie Bankgeschäfte mit Physical Service abwickeln. Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Sind Ihre wichtigen Aktivposten geschützt? Wir finden die besten Lebensversicherungen und Deckungsbeiträge für Ihre Bedürfnisse. Holen Sie sich noch heute ein kostenloses Abo. Ach du Heiliger. So, keine neuen Nachrichten. Gut, jetzt sind wir mal kurz die Nachrichten durchgegangen. Ah, dass die eigentlich vorgelesen werden. So, Quartier des Captains, da dürfte jetzt aber keiner neuer sein, oder? Privates Terminal, Ehrenmedaille. Schöne Musik. Kommt man erstmal rein, hier halbes Orchester zu hören. So, Mannschaftsquartiere. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wo ist denn jetzt Garrus und Co.? Unter Damentoilette? Mannschaftsquartiere? Es ist einfach zu gefährlich in New Campen. Ich lasse meine Familie zur Erde zurückbringen. Ja, das kennen wir schon. Können Sie sich das leisten? Cerberus kümmert sich um seine Leute. Sie bezahlen den so, Herrentoilette. Ja, das ist wohl auch das Mindeste. Immerhin unser Leben. Siehst du, Miranda? Das Büro hatte ich letztes Mal ja gar nicht gesehen. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ich weiß, was wir hier tun. Aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Sind Sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Die Teams, denen Sie vor Ihrem Unfall begegnet sind, gehörten größtenteils zu unserer militärischen Sparte. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgten demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandie noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber sie sind eben was Besonderes. Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt Sie und mich mit ein. Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus.
Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Also ein genetisch vollkommen verbesserter Mensch. Ist es nicht belastend, wenn alle immer ständig von einem das Beste wünschen wollen, wie auch immer? Achso, stimmt, wir haben den Brandy, ja. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Ceres Ice Brandy? Sie haben wirklich... Danke. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Machen Sie die Flasche auf, ich hole Gläser. Ich dachte, Alenkos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf und brüllte, das war großartig! Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung. Auf die Männer und Frauen der Allianz. Mögen sie alle ihr Glück finden. Okay, Medigel-Kapazität. Was? Oh. Ich glaube, ich habe einen im Tee. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Und Frau Doktor ist eingeschlafen. Okay, gut. So, da brauchen wir noch Zitadell-Gemüse. Jetzt scheint aber hier der Hauptgefechtsstand auf zu sein. Ah. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Sind Sie sicher, dass die Zusammenarbeit mit Cerberus für Sie okay ist? Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Was hat Ihre Söldnertruppe gemacht? Es klang nicht so, als könnte man Sie anheuern. Sie haben Omega doch gesehen. Voller Krimineller, die auf die Hilflosen einprügeln. Ich habe mein Team gebildet, um zurückzuschlagen. Wir waren keine Söldner. Zumindest hat uns niemand bezahlt. Wir haben Geld gemacht, indem wir Sklavenhändler, Piraten oder Gangs, die zu weit gegangen sind, aus dem Spiel genommen haben. Dann kam es mit den Gangs wohl eher selten zu tieferen Freundschaften. Drei Söldnergruppen haben sich zusammengetan, um mich zur Strecke zu bringen.
Mein Vorgesetzter bei C-Sicherheit wäre bestimmt beeindruckt. Es war ganz einfach. Wir haben ihre Lieferungen überfallen und alle Aktivitäten gestört. Sie empfindlich getroffen, damit sie richtig wütend wurden. Dann griffen sie an und stürmten direkt in unsere gut vorbereitete Todeszone. Kreuzfeuer und Scharfschützen, chirurgisch sauber. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance. Das klingt, als wären Sie auch nur eine weitere Gang gewesen. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Wir haben niemanden erpresst, keine zivilen Opfer. Das war unsere Regel. Jedes Mitglied meines Teams hatte jemanden durch die Gangs auf Omega verloren. Es ging uns nicht darum, reich zu werden. Wir wollten erreichen, dass diese Schweine es sich zweimal überlegen, bevor sie jemanden auf offener Straße umlegen. Wie kamen Sie dazu, Söldner hier auf Omega zu bekämpfen? Ich bin nach der Zerstörung der Normandy zur C-Sicherheit zurück, aber durch den Wiederaufbau der Citadel herrschte so viel Chaos, dass ich keine große Hilfe war. Auf Omega gab es jede Menge Kriminelle, mit denen niemand fertig wurde. Und keine Regeln, die mich bremsen konnten. Es war einfach perfekt. Die Leute hier brauchten jemanden, an den sie glauben konnten. Jemanden, der den Verbrechern die Stirn bot. Erzählen Sie mir von Ihrer Einheit. Wir waren zu 12, mich eingeschlossen. Ex-Militär, Ex-C-Sicherheit, das Übliche. Ein Salarianer war unser Sprengexperte. Ich wette, dass er mal bei der Special Task Group war. Mein Tech-Experte war ein Batarianer, ob Sie es glauben oder nicht. Nicht gerade ein freundlicher Kerl, aber er konnte jedes System hacken, das je gebaut wurde. Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben, und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot, wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Sind Sie sicher, dass es Verrat war? Vielleicht haben Sie Sidonis zuerst ausgeschaltet. Nein. Ich habe ein paar alte Kontakte angebohrt. Er hat kurz vor dem Angriff einen Flug von Omega gebucht. Außerdem hat er vorher noch seine Privatkonten leergeräumt. Er hat mich verkauft und ist dann abgehauen. Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe. Was genau ist passiert? Sidonis hat mich um meine Hilfe bei einem Job gebeten. Als ich am Treffpunkt ankam, war niemand dort. Als ich wieder in unserem Versteck war, hatten die Söldner bis auf 2 Mann meine ganze Einheit umgebracht. Und die hielten dann auch nicht mehr lange durch. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Na gut. So, dann fehlt uns jetzt eigentlich auch noch der Söldner. Wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ne, das sind Mannschaftsquartiere, Damentoilette. Na, guck mal, da müsste er ja eigentlich im Maschinendeck sein, oder? Oh, sag mir nicht, dass der hier unter der Treppe schlafen muss. Im Unterdeck. Das wäre ja mega Mist. Nee, gut. Alles grün auf der Anzeigetafel. Die vorderen Tanks sind rund und prall. Reden Sie von der Normandy oder von Miranda? Ich rede über die Bedenken beschützt, nicht über die. Der war böse. Ah, nee, hier ja, Steuerbord, Frachtraum. Ah, hier ist er. Hey, nicht anfassen. Das Gewehr ist älter als Sie. Ich nenne es Jesse. Das ist mein Glücksbringer. Dem Gewehr sind mehr Männer zum Opfer gefallen als dem skyllianischen Angriff. Okay. Der Tag, an dem ich es in Rente schickte, war der traurigste Tag meines Lebens. Ich würde alle meine Waffen für eine einzige Mission mit dem rostigen alten Ding hergeben. Mhm. Müllpresse. Okay. Z.
So wird man also heutzutage mülllos. Eieieiei. Umweltverschmutzung im All. Wunderschön, oder? Habe ich diesem korganischen Warlord Gesag abgenommen. War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich habe Gesag zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Korganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Mhm. Der überwacht ja hier wirklich alles. Sogar Joker. Hey, Joker. Hallo. Aha. Na gut, dann... Ach, da oben haben wir noch was. Ach ja, das ist ein Modell der Verikan. Turianische Fregatte, ein tolles Schiff. Ich habe mal eine Mission geleitet, das Ding von innen heraus auszuschalten. Mit nur 5 Männern und ein paar Waffen. Keine Chance auf Erfolg. Aber wir haben's geschafft. Außer mir sind alle gefallen, hab also ordentlich abkassiert. Meine erste unmögliche Mission als Freiberufler. Hab seitdem viele gehabt, aber das Gefühl, wie das turianische Schiff auf den Planeten kracht, ist immer noch einmalig. Ich denke gerade über vergangene Missionen nach. Haben Sie kurz Zeit? Sie könnten was lernen. Sie kennen Archangel also von früher? Interessant. Ich kannte viele, die den Auftrag angenommen haben, das Schwein zu töten. Ich hab's nie verstanden. Er und ich, wir hatten dasselbe Ziel. Viele tote Söldner. Aber ein verdammt guter Scharfschütze. Und er hat überlebt, obwohl ihn die ganzen Omega-Söldner gejagt haben. Keine leichte Sache. Ich habe gerade überlegt, wie viele Cerberus-Agenten ich getötet habe. Nach 50 hatte ich keine Lust mehr. Ihr Unbekannter glaubt wohl an Vergebung. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Na gut, denn... mit denen haben wir jetzt keine so richtige Interaktion gehabt, was das Ganze angeht, aber na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen... Keine Nachrichten für Sie, Commander. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Machen wir jetzt hier nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.